Rassismus! Geht mehr, lauter, geh mal, geh mal, geh mal. Sommerschwund! Schon mehrmals in den Interviews gesagt und auch er ist jemand, der mir das Mikro wahrscheinlich bald streitig machen wird. Unsere Rücknummer 22 des SK Buntigammer Sturm Graz, Jussu! Gestern hat es in diesem Lokal, wo wir waren, einen abgesperrten Bereich gewesen, nicht für Jussuf Gazibegović, weil der war nämlich drinnen dort, wo die Leute sind, nicht im abgesperrten Bereich bei den Webs, sondern genau. Jawohl. Wie war das Feiern gestern? War lustig. Ich glaube, vom Pokal sollen alle ein bisschen was haben. Also habe ich mir gedacht, ich bringe ihn mal oder ich führe ihn mal durch den Club. Und das habe ich auch gemacht dann. War lustig gestern, hat er gesagt. Es wird auch weiterhin lustig sein. Was ist heuer noch möglich? Jetzt darf ich nichts Falsches sagen, aber wir werden versuchen, uns in den letzten 5 Spielen noch voll reinzuhauen. Mit den Fans und ja. Uiuiui. Der Politiker spricht vor dem Rathaus, der Politiker spricht vor dem Rathaus. Das beste Trainerteam der Welt, das SK Buntigammer Sturm Graz. Ich habe fast nicht verstanden, weil er nicht mehr so viel Stimme hat. Aber er hat mich, glaube ich, gefragt, ob ich ihn jetzt was fragen werde. Christian Ilzer, stellvertretend, wirklich stellvertretend. Nochmal einen Riesenapplaus, jetzt wenn der Chris mit mir spricht. Das ganze Trainerteam, Weltklasse, der ganze Betreuerteam, Staff, ist unfassbar. Unglaublich. Der Ernie. Martin Erner, ich habe ihn auch mit dabei. Ist weit geflogen. Chris, schön, dass ihr da seid. Du hast einen unfassbaren Grinser seit gestern, ja, spät abends aufgesetzt und der wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen wahrscheinlich nicht weggehen, oder wie war's?
Nein, den Grinzer habe ich seit ungefähr 3 Jahren, seitdem der Andi Schicker mich angerufen hat und gesagt hat, Herr Zutris, in Wien bist du verloren, komm mal zu mir, Forellenfischen auf mir Alm hinten. Vor 3 Jahren war das so. Dann bin ich aufgefahren, da hat er mal gesagt, der will mich zum Sturmtrainer machen. Und das ist natürlich ja, für mich ein unglaubliches Privileg. Und wir haben 3 Jahre gearbeitet für solche Momente, dass wir heute da stehen und mit euch alle gemeinsam diesen Titel feiern. Danke. Gestern hat einer deiner Co-Trainer, der Honigdachs, höchstpersönlich, Uwe Hönzel, gesagt, wenn man eine Stunde länger bleiben, fliegt mehr. Das sag ich. Hat der Uwe gesagt, endlich hat jetzt auch mal einen Titel geholt und dann hat er sich revidiert. Er hat im Steirer Cup-Finale schon mal gewonnen mit Weiz 2 damals. Und dann hat er einen besonderen Satz gesagt und ich glaube, das ist auch stellvertretend für alles, was da in den letzten 3 Jahren geleistet worden ist. Das ist der erste Titel eines steirischen Trainerteams für den SK Sturm. Und auch das kann man einmal so annehmen, oder? Ja, also alle Trainer, die vor uns Titel geholt haben, ja, sind großartige Trainer. Ja, ist der Sturmgeburtstag, Todestag von Ivica Osim. Also es ist ja, ein unglaublich berührender Moment, heute da zu stehen und mit der ganzen Sturmfamilie einen Titel zu feiern. Es ist einfach großartig. Ja, wir fühlen uns alle unglaublich glücklich und genießen jetzt den Moment, dass wir jetzt am heutigen Tag da stehen und diesen Cup-Sieg feiern können. Wunderbar. Eine letzte Frage noch. Soll ich von der Mannschaft fragen, wie viele Tage gibt es jetzt frei? 2 oder 3? Nöhm oder Katzler? Jetzt beginnt es erst. Jetzt beginnt es. Wir können feiern, aber Mittwoch wird wieder trainiert. Immer! Und zum Abschluss fehlt noch einer, der gestern in seinem zweiten Zuhause, in seiner eigentlichen Heimat, wobei jetzt eigentlich schon Graz seine neue Heimat ist, mal wieder aufgezeigt hat, warum er einer der besten Spieler der österreichischen Fußball-Bundesliga ist. Er ist nicht nur der, der uns zum Cup-Titel 2018 geschossen hat, sondern jetzt als Kapitän uns zum Cup-Sieg 2023 geführt hat. Meine Damen und Herren, jetzt wird's richtig laut. Das ist der letzte Spieler, das letzte Zahnrad, das jetzt rauskommt. Jetzt könnte man einmal richtig Gas geben. Und wenn jetzt noch eine Stimme weg ist, ist dann eh schon fast wurscht. Gell? Da haben wir ein paar Tage Zeit zum Regenerieren. Einmal noch Vollgas jetzt. Alle gemeinsam hier am Hauptplatz. Auch da hinten Richtung Waikatur. Vollgas jetzt. Vollgas. Unsere Rücknummer 25. Der Kapitän des SK Puntigamer Sturm Graz. Alle gemeinsam. Stefan! 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 Yeah.
natürlich. Pass auf, los, sammel dich mal, wir holen einmal den Pokal rauf, okay? Lass mal einmal aufheben, oder? Achtung, Achtung! Das habe ich jetzt auch noch nicht machen dürfen, aber das darf ich jetzt auch. Niki, ich darf vorsingen. Wenn wir hier stehen, die Himmel hoffen, die Schöpfe nach uns sind schon schon gelaufen. Es geht es los, wir rücken auf uns wieder. Es geht zurück und singen immer wieder. Alle, 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 alle. So, gehen wir alle auf, bitte, in der Hand, so haben wir noch. Alle am Anfang, schaut auf, gehen wir. Auf, gehen wir, Mama, du auch. Ja, ja. Gehen wir. Alle, gehen wir, gehen wir, gehen wir. Sommerspaß! Geht mehr, lauter, gehen wir, gehen wir, gehen wir. Sommerspaß! Thank you.
Danke, Herr Schmidt.